Hallo und willkommen zurück in Billowbrook. Die Teens sitzen in einem versteckten Raum in der Schule. Lisard auf den Knien, den alten Folianten aufgeschlagen, und darin liegt ein weiteres Buch mit einem Märchen offen. Nachdem Lisa dieses Märchen vorgelesen hat, blicken sich die Teenager, aber Lisa, Steven und Sam tief in die Augen. Oh je. Habt ihr verstanden, was sich da gerade was in dem Buch steht? Also wenn Märchen wahr wären, haben wir, glaube ich, ein Problem. Naja. Wir haben den Friedhof gesehen. Steckt ja immer ein Quäntchen Wahrheit drin, ne? Also ich sag mal so, es passt nun mal alles sehr gut zusammen, was uns aktuell passiert und was da in diesem Märchen beschrieben steht. Aber mal ganz ehrlich, warum denn dann nur bei uns? Warum dann nicht auch bei allen anderen? Bei welchen anderen? Naja, bei allen anderen Menschen zum Beispiel. Also, weil wir sind ja vielleicht jetzt diejenigen gewesen, die da den Frieden gestört haben, die Ruhe gestört haben, aber tendenziell haben doch alle anderen Menschen hier Häuser gebaut, leben hier, verpesten die Luft, töten Tiere, Aber können wir kurz überlegen, was wir möglicherweise gestern gemacht haben, was ihr denkt, was wir gemacht haben, damit wir auf einem Nenner sind? Wir sind in diesen heiligen Raum eingedrungen, mehr oder weniger, laut der Geschichte. Würde man die Geschichte für bare Münzen nehmen und würde man davon ausgehen, dass das, was wir gelesen haben, da war, wo wir denken, auf diesem Friedhof ähnlichen Ding, dann hätten wir sozusagen ein Grab entweiht. Ja. Ja. Und wir haben das Buch mitgenommen. Das Buch, das möglicherweise war ja oder einem der Nachkommen gehört. Da komme ich wieder zu Mr. Smith. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Warum sollte er jetzt sonst noch rumtreiben? Und er war sehr böse auf uns. Ich blätter das Buch mal und suche nach dem Wort Vaya. Gleichzeitig, warum hatte Mama den Anhänger? Wir müssen... Ist dir aufgefallen, dass deine Mama immer so ein bisschen anders ausgesehen hat? Also die Augen so ein bisschen dunkler, die Haare so ein bisschen dunkler, so ein bisschen andere Haut. Ist sie? Ja, das war jetzt so ein bisschen Südstaaten-Flair. Aber wenn du sagst, jetzt, wo du das so sagst, könnte man schon irgendwie drüber nachdenken. Weißt du? Ich meine, deine Großeltern sind doch die Eltern von deinem Papa. Was nochmal? Deine Großeltern sind doch die Eltern von deinem Papa. Ja. Das Christopher und Laura sind Papas Eltern. Kennst du die Eltern von deiner Mama? Nee, da hat sie immer ein großes Geheimnis drüber gemacht. Das war immer irgendwie schwierig, darüber mit ihr zu reden. Das weiß ich nicht. Weißt du, ob sie Geschwister hatte? Ja, wenn ich über die Familie nichts weiß, dann natürlich auch nicht Geschwister. Nee, das weiß ich nicht. Aber in dem Märchen ist es ja schon so, dass der sehr gut mit Tieren konnte. Ja. Und Mama konnte auch total gut mit Tieren. Aber cool, wir sind auf einer Farm groß geworden. Und ich kann auch gut mit Tieren. Ist jetzt aber irgendwie nicht merkwürdig. Aber schon irgendwie bezeichnend. Jetzt komisch. Stellt sich eher die Frage, wenn das alles wahr ist und wenn wir da wirklich den Frieden in diesem heiligen Gebiet jetzt auf irgendeine Art und Weise gestört haben, wie können wir das wieder gerade biegen?
Naja, vor allem, wir müssen den Friedhof wieder zu dem Friedhof machen. Das ist eine Möglichkeit. Wir müssen das Ritual nochmal abhalten. Dafür müssen oder das Erbe antreten. Also das Ritual kann nur der abhalten, der auch hier Beschützer des Waldes ist. Und den müssen wir finden. Das heißt, wir sollten eigentlich das Buch weiter entziffern. Oder man muss sozusagen jemanden zum Beschützer des Waldes erklären. Vielleicht auch das. Das einfach. Keine Ahnung. An der Geschichte würde ich sagen, nein. Naja, also, es ist die Frage, weil er hatte sich ja ganz am Anfang selber dazu erklärt. Und vielleicht ist das nach wie vor auch der Punkt, dass jetzt gerade halt keiner da ist, der die beschützt. Vielleicht ist aber auch Mr. Smith derjenige, der die beschützt. Also, wir haben, ich sag mal, zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt jemanden, dann muss derjenige das Ritual halten. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird er dabei sterben. Bin mir aber nicht sicher. Oder es gibt keinen und wir vier müssen das Ritual abhalten, weil wir vier die Stelle entweiht haben. Vielleicht sterben wir alle nur ein bisschen. Ja, das dachte ich auch. Nein, in der Geschichte steht doch, dass er danach noch weitergelebt hat. Ja, er hat nur sein Herzblut dafür geopfert. Ich weiß nicht, wie man Herzblut opfert, was das der Unterschied zu Armblut ist, aber... Ich gehe davon aus, dass das einfach dann hoffentlich das Synonym dafür ist, dass er alles dafür getan hat, dass es so bleibt, wie es ist. Und wahrscheinlich geht es um Liebe irgendwie. Genau. Deswegen, also... Liebe. Was, Liebe? Ihr Quatschköpfe. Lasst mich noch mal gucken, ob ich irgendwas finde, wie man zu diesem Beschützer des Waldes wird. Mach das und vielleicht finden wir heraus, wer dieser eventuelle Beschützer des in Waldes ist. In welchem Buch schaust du? In dem, was wir mitgenommen haben. Lederbuch. Genau. Mhm. Ich würde dich einfach ein bisschen über die Schulter gucken. Mhm. Weil ja so Rätsel so ein bisschen so mein Ding sind. Ja, die Sachen stehen ja schon irgendwie verschlüsselt da drin teilweise. Ja, ihr zwei zieht euch gerade zurück, als die Klingel ertönt. Hm. Ach, Mist. Und jetzt? Ich halte Lisa einfach die Ohren zu und sage, du hast nichts gehört. Wir verstecken uns doch gerade. Warum? Das ist doch egal gerade, oder? Schon wieder so viel Zeit rum. Oje. Aber hier, andere Sache. Sam, du hast doch Bilder gemacht. Ja, aber ich habe sie noch nicht entwickelt. Also das ist nicht von heute auf morgen, sondern, also natürlich theoretisch nicht. Schon, aber... Nein, natürlich nicht. Bilder müssen, der Film muss voll werden und dann entwickelt werden. Genau. Nein, klar, ich bin ja nicht doof. Aber könntest du die mal entwickeln lassen? Ich kann es auch selber machen, aber ja, dann. Hast du so einen Raum? So einen Blauraum? Also, genau genommen mache ich das eigentlich hier in der Schule, weil meine Mutter nicht möchte, dass das ganze Haus nach Chemikalien riecht. Ich muss ein bisschen lachen. Also, ich meine, wenn ihr möchtet, kann ich mich jetzt gerne darum kümmern und kann die Filme, die Fotos entwickeln. Hm. Es braucht aber ein bisschen Zeit. Und ihr kümmert euch einfach um das Buch und lasst Lisa nicht zum Unterricht gehen, dann bin ich d'accord damit. Hat sie das gehört? Glaubt ihr wirklich, ich kann mich jetzt auf langweilige Geschichte von vor 20 Jahren konzentrieren? Oder vor 30? Was interessiert mich das? Ganz ehrlich, jetzt hast du Geschichte von keine Ahnung wie vielen Jahrhunderten Jahren vor dir. Ja, und diese, Geschichte greift mich an, durchs Fenster. Ja, ich... Ich nehme übrigens meine Jacke und den Raben krähe mit, den Vogel. Und während ich dann gehe,
Murmel ich noch sowas. Wolltest du uns warnen oder wolltest du uns angreifen? Und verschwinde dann aus dem Raum und werde mich mal um meine Fotos kümmern. Na gut, Haber verkrümelt sich gerade. Dann würde ich sagen, dann fangen Elisa und ich jetzt an, oder? Um uns das Buch mal ein bisschen anzuschauen. Hab, willst du mit Sam mitgehen? Ja, kann ich machen. Klar. Ich weiß nicht, wie gut es ist. Also ich meine, in der Schule haben wir nicht viele Tiere, aber ich weiß nicht, wie gut es ist, wenn wir momentan alleine sind. Irgendwie, weiß ich nicht, habe ich da kein gutes Gefühl. Ich würde zwar lieber bei dir bleiben, aber okay, ich gehe auch mit, wenn du das sagst. Ja, wir treffen uns ja gleich wieder. Okay. Ich muss sowieso erst noch in Geschichte Bescheid sagen, dass ich Bauchschmerzen habe. Mhm. Okay. Dann gehe ich mit Sam mit. Mhm. Und genau, ja, ich geh mit Sam mit. Okay. Wir ignorieren die Klingeln und machen unser Ding. Okay. Es ist doch gerade Pause auf dem Flur, oder? Nach der zweiten Stunde genau. Ist doch Pause. Mhm. Okay, Steven, willst du den Hausmeister suchen und dir unsere Sachen wiedergeben lassen? Und ich. Das kann ich geschwind machen, ja. Zum Lehrerzimmer und sag Bescheid, dass. Ja, ich für heute nicht mehr im Unterricht teilnehmen kann. Mach das. Wenn euch das nicht wichtig ist, aber ich will das machen. Ich bin in Gedanken, bei meinem Buch von der Sache her, bin ich da irgendwie überhaupt nicht so, dass ich daran gerade denke. Mhm. Okay. Dann gehen wir los, würde ich sagen. Okay. Ja, ihr gehen wir mal mit dem ersten Pärchen, Harper und Sam. Ja, ihr streicht so durch die Flure und kommt natürlich an Sams Spind vorbei. Und an dem Spind kleben ein paar Zettel mit sehr unflätigen Ausdrücken dran. Aha, die Cheerleader-Mädels. Wer liest zuerst? Dürft ihr entscheiden. Sam, willst du reagieren? 3, 2. Nö, mach. 1. Ich reiß die Dinge einfach. Wortlos. Okay. Was steht denn drauf? Das möchte ich hier nicht ausführen. Nichts Schönes. Dumme. Genau. Von den Cheerleader-Mädels, jede Wette. Ja, ich wette auch, dass meine Schwester das alleine war, aber das ist egal. Ich gucke einmal, ob mein Spind in Ordnung ist, ob irgendwas reingestopft wurde, was da nicht reingehört. Ist alles in Ordnung, ne? Ja. Dann zucke ich mit den Schultern und ich würde sagen, wir gehen dann halt einfach weiter dahin, wo ich sonst immer meine Fotos entwickle. Mhm. Ich gehe mit Harp in eine Dunkelkammer. Weiß ich nicht. Aber ja. Du kannst auch davor stehen bleiben, mich stört das nicht. Ja, ihr geht Filme entwickeln und tatsächlich davon habe ich als Spielleiter und als Sven tatsächlich relativ wenig Ahnung. Ich würde sagen, das dauert eine Stunde, zwei. Ja, ich würde die alten, genau, die alten würde ich da irgendwo verorten, die alten Filme. No? Ja, also. Das passt schon, weil du hast ja, du musst ja erst gucken, dass du es vom Negativ auf ein großes Blatt kriegst und dann machst du es in das eine Wässerchen, dann in das andere Wässerchen, dann in das nächste Wässerchen und dann hängst es hoch und lässt es trocknen. Also, und das Trocknen dauert eigentlich am längsten. Genau. Ja, also so habe ich mir das tatsächlich auch vorgestellt. Also wie gesagt, ich würde sagen, so in der Stunde, spätestens zwei seid ihr fertig.
Vielleicht können wir die Bilder auch dann in der Dunkelkammer angucken oder sind entwickelt oder noch feucht oder so. Also normalerweise kann man ja schon was sehen. Es ist ja immer ein bisschen Restlicht da, auch dunkler halt extra, dass man trotzdem was erkennen kann auf den Fotos, um schon auszusortieren, in Anführungszeichen. Ja. Ja. Ja, also tatsächlich, deine Bilder sind alle soweit erstmal gut geworden. Genau. Dann, dort passiert tatsächlich nichts, außer dass mal kurz Vertrauenslehrer der Foto-AG mal kurz reinschaut, sich freut, dass du da bist. Also, Sam? Und das Erste, was ich mache, heißt Tür zu. Mhm. Ja, ja, er kommt dann rein und er hat ja draußen die Lampe gesehen, ne, dass jemand da ist, ne? Und dann ist er zwischen Tür und dem eigentlichen Raum ja nochmal ein Vorhang, durch den er dann quasi durchkommt, ne? Und freut sich, dass du da bist und dass du Fotos machst. Fragt dann natürlich auch nochmal, ob du ihm die Fotos dann irgendwann dann nächste Woche mal zeigst. Und freut sich natürlich besonders, dass du jemanden für die Kunst der Fotografie begeisterst. Guck dann aber so an. Das Pflänzchen. Ja, ich bin hoch begeistert von der Fotografie. Und von den Bildern. Und Mrs. Bell zeigt ihnen hier gerade alles. Ja, Mrs. Bell ist ganz, hilfreich. Mhm. Also, auf jeden Fall. Peterson. Dann sehe ich Sie hoffentlich einfach mal beim Kurs und wenn Sie Fragen haben zu Fotografie und solchen Dingen, können Sie mich jederzeit natürlich ansprechen. Ja, natürlich. Ich muss nur gucken, dass ich die Zusatzleistung auch irgendwie unterkriege in meinen vollen Stundenplan. Aber ja, natürlich. Da könnte ich Ihnen helfen. Ich könnte mal mit dem Vertrauenslehrer reden. Und dem Studienberater. Ja. Natürlich, sehr gerne. Okay, gut, dann sehen wir uns bei einem der nächsten AG-Treffen. Ja, das klingt super. Dankeschön. Mhm. Gut, dann lasse ich Sie beide. Wir zeigen Ihnen die Bilder, dann bin ich nicht. Gut, er nickt und verlässt den Raum auch wieder. Ich drehe mich ganz langsam zu Harper um, ohne ein Wort zu sagen, ihn einfach stumm anguckend. Frag nicht, Tim, frag nicht. Okay, es ist deine Sache. Und dann kümmere ich mich wieder um die Fotos. Kommen wir zu Lisa und Steven. Wer geht jetzt wohin? Geht ihr zusammen? Ich weiß nicht, wo du haust. Gut, sie wieder zum Geschichtslehrer sich krank melden. Mhm. Und ich gehe jetzt zum Hausmeister. Okay. Also ein Stückchen werden wir wahrscheinlich zusammenlaufen, aber dann irgendwann werden sich unsere Wege trennen. Okay. Steven, treffen wir uns danach wieder in dem Raum. Genau. Also du kriegst eure Sachen alle mit, nachdem du sagst, hey, ja, ich gehöre zu der Arbeitsgruppe, ich soll die Sachen für uns alle abholen. Der Hausmeister gibt dir die. Der kennt dich ja auch tatsächlich schon ein bisschen länger. Der kennt auch deine Mom. Das heißt, er vertraut dir und sagt, ja, aber gib das den anderen auch, ne? Natürlich. Keine Streiche oder so. Natürlich, Hausmeister. Ja. Gut, dann machst du dich wieder auf den Rückweg. Also es war völlig unproblematisch. Und Lisa, bei dir gestaltet es sich ein bisschen problematischer, denn du möchtest dich abmelden, woraufhin der Geschichtslehrer natürlich kommt mit, da müssen sie halt zur Schulkrankenschwester und sich krank schreiben lassen. Aber ich dachte, ich kann einfach nach Hause gehen. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Ich habe mich echt erschreckt, als dieser Rabe da durch das Geschichtsfenster durch das Chemiefenster geflogen ist. Und ich glaube, mir ist einfach die Situation so ein bisschen auf den Magen geschlagen. Meine Mama ist zu Hause. Ich würde einfach voll gern nach Hause gehen. Ich weiß doch, dass die Krankenschwester auch immer so viel zu tun hat. Und ich will die gar nicht weiter irgendwie stören. Okay, mach mal einen Charisma-Wurf.
Du möchtest, also du versuchst ihn ja zu überzeugen, die Regeln außer Acht zu lassen. Heißt, sie ist Musterschülerin. Oh, komm schon, ey. Okay. Ich muss die Stummschaltung für Ben wieder aufheben. So. Ben, was hattest du gerade gesagt? Eine solide 3, habe ich gesagt. Ja, genau. Jetzt muss der Sven tatsächlich mal noch mal weg. In die in Regeln reingucken. Helft dir. Ja, Chat, genau. Helft dir. Ihr könnt ihr einfach einen Reroll geben, dann geht's hier schneller weiter. So. Ich kann das nicht, jetzt hier nur noch einen Token, also, aber theoretisch könnte sie auch, aber kannst du mit dem Token rerollen? So, das schaue ich gerade nach. Da, ach, zack, Wurf, Sven. Ja, kommt zack, Wurf, der Reroll. Ja, dann würfeln nochmal. Jetzt wird es 2. 1. Gibt es eigentlich Fails? Ja. Wir hatten noch keinen, ne? Ja. Okay, 5. Oh. Du müsstest noch einen Token ausgeben, um den Wurf zu schaffen. Token. Dürfen wir einen Token auch jemand Nein. anderen? Token? Nein, wenn du nicht in der Szene dabei bist, darfst du es leider nicht. Ganz genau. Okay. Mhm. Also ich muss zur Krankenschwester. Ja. Ja, Lisa, es tut mir leid. Ich würde dir ja gerne einfach die Anweisung geben, nach Hause zu gehen, aber das geht halt nicht so einfach. Das hat auch was mit der Versicherung zu tun. Okay, dann gehe ich dahin. Und ich gehe schnurstracks zurück in den Raum. What? Okay. Das hätte ich jetzt nicht von dir gedacht. Wir haben sie verdorben. Noch ein kleines bisschen. Ich will nur nicht, dass ich eine unentschuldigte Fehlstunde habe. Hast du jetzt mit Ärger drauf. Tolle Wurst. Ja. Die Schulkrankenschwester, da ist gerade nicht so viel los. So. Mist, da habe ich die Tokens gar nicht reingeschrieben. Ah, verflucht. Na gut. Achso, okay. Ich hab das gerade so verstanden, sie geht in unseren Raum zurück. In unseren das Raum. Achso. Ich glaube, sie geht gar nicht, die Krankenschwester. Ja. Okay. Du verschwindest also einfach. Gut. Wenn mich jemand fragt, habe ich wegen der Bauchschmerzen auf dem Klo gesessen. Mhm. Okay, gut. Der Angstschiss vor dem Raben. Gebt mir eine Sekunde. Einer Power Lisa. Irgendjemand ist gegangen. So. Trotzdem danke für deine Böhnchen. Genau. Ja, du kommst wieder zurück in den Raum. Tatsächlich ein bisschen nach Steven. Der schon da sitzt und ein bisschen hibbelig auf dich wartet. Ja, Scheißdiskutiererei. Alles gut? Wenn ich jemand fragt, du hast gesehen, wie ich aufs Mädchenklo gehe. Okay. Ja. Und ich würde sagen, wir schnappen uns das Buch, oder? Ja. Da müsste ein Hansa aktiv werden. Genau. Ben, vergisst du die Stummschaltung nicht? Zwischendurch. Danke dir. Ihr macht euch an das Buch und das dauert tatsächlich eine Stunde, bis ihr herausfindet, zumindest laut dem alten Buch, hat diese Fähigkeit mit Tieren zu reden, Tiere zu verstehen, etwas mit der Blutlinie zu tun. Es wird also vererbt. Das findet ihr raus. Und der Stammbaum ist bis circa 1940 gepflegt. So lang? Also so von 1860, 1870 an bis 1940. Das ist jetzt nicht so viel, ne? Aber ihr findet den quasi da drin. Und ja, genau. Also da hat sich jemand die Mühe gemacht, das auch irgendwie aufzuschreiben und zu verschriftlichen. So, was wollt ihr noch wissen? Kann ich da irgendwie meine Rätselfähigkeiten einsetzen? Weil es sind ja viele versteckte Symbolchen und die Spiegelschrift und... Okay.
Darfst du? Kannst du? Welches Rätsel löst du? Was möchtest du in dem Buch noch finden? Wo ich sage, ja, eine Stunde und du hast es. Okay, ich muss kurz überlegen. Steht da was über das Ritual? Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwie über dieses Ritual. Ob ich irgendwas über das Ritual rausfinden kann. Ob da irgendwas drinsteht über dieses Rätsel. Ja. Also du findest heraus, dass einige der Zeichnungen tatsächlich wohl eine Art von Tanzschritten darstellen. Und wieder andere der Zeichnungen gesungene Melodien darstellen. Okay. Und dann geht die Tür auf. Guck nach oben. Oder ich guck zur Tür. Harper und Sam betreten den Raum. Ach, Harper, ihr seid's nur. Lisa, du kannst stolz auf Harp sein. Wieso? Er hat sich zur Foto-AG angemeldet. Nein. Ich habe Interesse bekundet, ich habe nichts angemeldet. Oh, das klang beim Lehrer anders. Ja, das kann ja sein, aber dafür hast du Ruhe vor ihm gehabt. Harp, du hast was? Ich habe mich überhaupt... Was gut, komm, eine AG? Was habt ihr denn gelesen? Was habt ihr denn rausgefunden? Ich muss jetzt gerade mal selber für mich zusammenfassen. Blutlinie. Wir haben die Blutlinie, also dieser Zauber, also dieses, oh Gott, wie hieß das jetzt gerade mal? Dieser Zauber, um mit diesen Tieren zu reden, ist eine Blutlinie, die geführt wird. Im Buch steht theoretisch auch ein Stammbaum drin, der aber 1940 das letzte Mal gepflegt worden ist. Habt ihr einen Namen rausgefunden? Das wollte ich gerade weitergeben. Haben wir da eigentlich so die letzten Namen in der Blutlinie? Nee, das will ich bitte nicht. So. Genau. Der letzte verzeichnete Name. Oh mein Gott, das ist ja echt super schwierig, da was rauszufinden. Nicht in welchem Folianten der Sven gerade sucht, aber. Er bemüht das Interwebs. Das ist ein großer Foliant, da kann man lange suchen. Das geht noch als Verzeichnis. Weißt du, ich kann mir gerade wirklich vorstellen, wie er so dran sitzt mit wirklich so einem Folianten so. Oder noch schöner wäre so eine Rolle. Hört, DSL verkündet. Ah, okay. Das finde ich jetzt... Höret ihr Nerds, DSL... Ja, das kann tatsächlich, weil das sind Dinge, die kann ich nicht vorbereiten. Ja, klar, alles gut. Ich mach dir keinen Kopf. Wir überbrücken nur für dich ein bisschen die Stille, die gerade entsteht. Okay. Also da auch gerade dran denken muss, bei einem echten, was heißt echten? Das ist ja auch ein echtes, bei einem Face-to-Face Rollenspiel würden wir einfach gerade schweigend am Tisch sitzen und irgendwelchen Krimskrams mampfen, der auf dem Tisch steht. Mhm. Ja. Oder das Trinken nachfüllen oder sonstiges. Der nächste Ihr Anruf ist uns wichtig. Der nächste freie SL wird für Sie reserviert. Bitte bleiben Sie dran. Dü. Zwei Minuten später. Ihr Anruf ist uns wichtig. Das ist tatsächlich. 4 Minuten später. Leider konnte der Anruf gerade nicht durchgestellt werden. Versuchen Sie erst im späteren Zeitpunkt nochmal. Das ist the worst.
Okay, und jetzt müssen wir Triggerwarnung, Warteschleife hinzupacken. Ja, ich hätte ja auf Pause drücken können und dann direkt Triggerwarnung, Warteschleifen hast. Ist das denn relevant scheinbar, so wie der SL das? Das scheint eine ganz große Relevanz zu haben. Ja, weil ihr dem Ganzen eine Relevanz gebt, also muss es auch etwas Sinnvolles sein. Bedeutet, ich muss jetzt in der Improvisation Dinge tun. Okay, das heißt, du improvisierst und ich erzähle in der Zeit mal, was ich gerade miteinander verbunden habe, gedanklich. Und ihr könnt da mal drüber nachdenken. Achtung. In dem Buch steht, dass der Animalium Susurator, der ja irgendwie Herrscher der Tierwelt, Beschützer der Tierwelt war, noch 1940 existiert hat. Ja, das liegt an Ben, dass ich halle. Entschuldigung. Alles gut. So, jetzt müsste es besser sein. Genau, also der letzte Animalium Susurator ist 1940 noch lebend gewesen. Das Märchen, was wir eben gelesen haben, ist aber von Siedlern, und zwar quasi von der Zeit, als dieses Land hier besiedelt worden ist. Ja. Das heißt, es wurde weitergegeben. Das heißt, es muss weitergegeben worden sein. Das heißt, anders als in dem Märchen das steht, muss es irgendwie diesen, Moment, ich muss, lass mich nochmal in dem Buch nachgucken, wie das heißt, diesen, dieses Volk. Ja gut, das wird es kein. Dieses Volk, die Stimmen des Waldes, die muss es noch geben. Die Stimmen des Waldes muss es noch geben. Ja, gut, sie wird es sehr wahrscheinlich nicht mehr als Volk geben, sondern irgendwie als Zirkel, Geheimbund. Geister. Was auch für immer ein Wort dir da. Es könnten einfach die Vögel sein oder. Also das kann man metaphorisch sehen, das kann man aber auch einfach nur als wahrnehmen. Das ist ganz, ganz schwierig, da genau. Alles irgendwie Leben im Wald. Ja, ich finde aber Geheimbund, das passt zu dem, was wir da, glaube ich, so ein bisschen rausfinden. Geheimbund bestehen aus einer Person, die den Heimatschutz. Das haben wir übrigens auch noch nicht geguckt, ne? Wir waren noch nicht im Heimatschutzmuseum. Nee, waren möchte ich nochmal erwähnt wissen. Ist vielleicht in Anbetracht unserer Recherchen, die wir jetzt. Oh Gott, ich glaube, so redet kein Kind. In Anbetracht unserer Untersuchungen, die wir jetzt hier machen wollen, ist das vielleicht ein gar nicht mal so schlechter Ort, den wir mal demnächst aufsuchen können. Ja, ob wir das heute noch schaffen, ist Frage, aber prinzipiell. Aber das letzte verzeichnete Mitglied der dieser Blutlinie, die da drin steht, ist Minerva Blackhand. Steht jetzt im Chat. Da muss ich den Chat geschwind aufmachen. Ich schaue mal, während wir so am Überlegen sind, wo wir hingehen wollen und was wir herausfinden oder was wir herausgefunden haben, schaue ich mir noch mal Lisa an und überlege, ob wir in etwa die gleiche Größe haben von der Kleidung her. Ben, die Stummschaltung nicht vergessen. Deine Stumm- ihr habt den Narrativ. Sam, das erzählt es einfach. Na gut, irgendwas takt. Ach, das ist die Musik, ne? Mhm. Ich hatte mich gerade an dieses Ding erinnert, was hin und her takt beim Musikunterricht. ja gut, also ich würde mal behaupten vielleicht, dass ich dann Hochwasserhosen hätte, sonst würde es wahrscheinlich funktionieren. Dann ist es halt eine 7/8-Hose, wenn ich mir das anziehen würde und das Top vielleicht ein bisschen kürzer. Aber das bringt mich halt auf die Idee, sollten wir wirklich wohin gehen wollen und recherchieren wollen, bin ich ja doch sehr auffällig. Denkst du das gerade oder sagst du das laut? Nee, das denke ich jetzt gerade, aber das, was ich jetzt sage, sage ich laut. Lisa, wenn wir jetzt ins Heimatmuseum wollen und
vielleicht auch noch ins Rathaus, weil wir herausfinden wollen, wer Nachkomme von Minerva Blackhand ist. Hast du vielleicht noch eine Hose und einen Top für mich? Ja, klar. Dann würde ich mir das borgen, weil ich habe zu Hause nur schwarze Sachen und ich fürchte, das würde zu sehr auffallen. Die Sportklamotten, das ist hier eine gute... Lisa hat doch ihre Sportsachen dabei, die könntest du anziehen. Dann sehe ich aus wie ein Cheerleader. Lisa hat ihre Sportklamotten dabei, die könntest du anziehen. Nein, hallo? Ich bin doch nicht bei den Cheerleadern. Nein, das ist eine normale Jogginghose und halt ein Shirt. Lange Jogginghose oder kurze? Nein. Das ist 80er. Hallo? Also eigentlich eher kurz. Ja gut. Das sieht zwar ein bisschen komisch aus. Aber du müsstest dich auch noch abschminken. Das geht schnell. Echt? Also würde ich das dann so machen, Lisa, gib mir einfach deinen Sportbeutel. Ich gehe mal schnell auf die Damentoilette. Und dann mache ich etwas, was ich gedacht habe, dass ich nie tun werde. Ja, klar, hier. Danke dir. Und verschwinde dann. Sie ist ein bisschen irritiert. Ein bisschen, ja. Er versteht von dem ganzen Zeug nicht so viel. Ja, Sam, du wirst dann auch fertig mit umziehen. Mhm. Steven? Abschminken ging wirklich einfach, weil Wasser ins Gesicht und das Handtuch ist halt jetzt etwas dreckiger, was da hängt, aber. Steven, du wolltest gerade noch was? Ja, ich würde noch kurz von diesen Ritualsachen erzählen, die ich da rausgefunden habe. Also, in dem Buch ist ein Ritual beschrieben. Erstmal aber nicht näher genau, was für ein Ritual. Das besteht aus Tanzschritten und Melodien. Aber da müsste man noch ein bisschen mehr, denke ich mal, suchen. Für was das überhaupt genau was das genau macht und ob das wirklich dann alles ist oder ob es da noch mehr gibt, was dann zu diesem Ritual gehört. Aber ein Teil habe ich da schon ein bisschen rausgefunden. Ja, cool, okay. Aber seht ihr das so wie ich? Dass dieses Animalium Susurator und dieser Beschützer des Waldes von diesem komischen anderen wie hieß das? Ich vergesse das immer. Wie hieß das? Volk des Waldes? Volk der Stimme? Stimmen des Waldes. Stimmen des Waldes. Naja, fast. Dass das irgendwie eins zu sein scheint und dass wir quasi die Weiterentwicklung davon entdeckt haben, sozusagen. Das ist doch alles jetzt... Also wir sollten uns nicht auf die Dinge konzentrieren, finde ich, die wir nicht wissen, sondern wir sollten uns auf die Dinge konzentrieren, die wir wissen. Und dann überlegen, was wir damit und wie wir damit was machen können. Wie zum Beispiel, wir können ins Rathaus und in der Einwohnermeldekartei lesen. Und könnten gucken, wie jemand, der früher Minerva Blackhand heißt, gewohnt hat und wer theoretisch Tochter oder Bruder davon ist oder war. Wie spät ist es denn aktuell? Naja, es ist jetzt so Stunde. Genau. 11, 12, oder? Ja, so in dem Dreh. Meint ihr nicht, dass das ein bisschen auffällig ist, wenn wir ins Rathaus gehen? Wir recherchieren für irgendein... Für die Schule? Genau, für die Fotografie AG. Müssen ja, wir doch, dachte ich auch gerade. Da müssen wir doch wichtige Fotos nachlesen in Zeitungen. Und die berühmte Fotografin Minerva Blackhand, wer kennt sie nicht? Okay. Also, ne? Nein, wir haben
ein Foto von einer Minerva Blackhand, das haben wir halt gefunden, und wir wollen eine Ausstellung machen von Bewohnern damals und den Nachkommen heute, und deswegen müssen wir die recherchieren. Okay. Klingt vernünftig. Ausstellung vielleicht nicht, aber ein Artikel in unserer Schülerzeitung. Oh, ein Artikel, das klingt gut. Ja. Aber jetzt muss ich mal fragen, wie sieht jetzt Sam eigentlich aus gerade? Die Sportkleidung war ja damals wirklich sehr interessant. Aber ich gehe davon aus, dass es bei Kindern ein bisschen anders war als bei Damen, die dann Stulpen an den Füßen hatten. Und deswegen würde ich vielleicht wirklich eher einen Jogginganzug anhaben, aber halt in auffälligen Farben wie Blau, Rosa, Gelb. Ich denke, das würde auch dieses Einverständnis haben. Ja. Ne, so Jogginghose, vielleicht sogar ein bisschen Streifen dran in den Farben und dann halt so eine Joggingjacke und darunter. Ich habe die Jacke zu, also wir wissen nicht, was ich darunter trage. Sass. Stimmt, eine Frage hätte ich noch, aber die stelle ich jetzt außerhalb meines Charakters. Hast du den Lippenstift noch dran? Nein. Alles, was irgendwie dunkel ist, bis auf halt Fingernägel, das hat sie jetzt auf die Schnelle nicht abgekriegt, ist weg. Also alles Schwarze aus dem Gesicht. Vollkommen. Ich denk da gerade nur an was in der Vergangenheit, deswegen. Aber gut. Das ist mir als Charakter, fällt mir sowas nicht auf. Na dann. Gut, mir gerade auch nicht. Der Lippenstift. Ja, aber wenn es dir jetzt gerade nicht auffällt, dann fällt es mir alles gut, alles gut. Und ja, für Sam ist alles außer Schwarz auffällig. Das stimmt schon. Aber was euch auch noch auffällt, es sieht wirklich erstmal auf den ersten Blick wie jemand ganz anders aus, der reinkommt, weil sie hat die Haare hochgebunden zum Zopf. Oh, verrückt. Ich muss zweimal hingucken, dann so, wenn sie so reinkommt. Normal aus. Ja. Danke. Nicht. Unnormal aus. Oh, danke, Lisa. Ich fühle mich auch sehr unnormal. Es ist, keine Ahnung, es erfüllt seinen Zweck, das ist die Hauptsache. Und ich hoffe, mich sieht kein anderer, aber das brauche ich nicht drüber nachdenken. Naja, jetzt ist ja gerade Unterricht. Das wird schon nicht. Wir müssen aufpassen, dass die Gangaufsicht uns nicht entdeckt. Wir sind doch am Ende eines Ganges gewesen. Mhm. Geht's da irgendwo in der Nähe raus? Mhm. Noch ein Vorteil von diesem Raum. Der hat zwei Ausgänge? Nee, der Raum selber nicht, aber die andere Seite vom Gang, wir müssen nur um die Ecke biegen und dann ist da vorne einer der Seitenausgänge. Dann würde ich sagen, geht Lisa vielleicht vor, weil Musterschülerin, und guckt kurz, und wenn frei ist, kommen wir nach. Ja, okay. Was halten die anderen davon? Wir können doch einfach gehen. Ja, wenn wir zu viert von der Gangaufsicht erwischt werden, dann wird es halt schwierig, uns rauszureden. Du hast ja gerade Pause. Nee, jetzt ist Unterricht. Jetzt ist Unterricht? Ja. Okay, ja gut, dann. Ihr schleicht euch raus und es gelingt euch tatsächlich. Ihr eilt zu euren Rädern und dann geht es wohin? Ja, zum Rathaus haben wir ja gesagt. Ja, Rathaus und Heimatmuseum haben wir im Angebot. Genau. Und ich frage, welches ihr jetzt quasi abwart, weil das war jetzt für mich noch nicht so klar. Ich würde erst ins Rathaus. Ja würde ich auch präferieren. Gut. Ja, ihr kommt beim Rathaus an. Jetzt nicht so viel geschäftiges Treiben oder so. Ne? Ist ein normaler Werktag. Ja, Steven? Kann ich kurz in meinen Korb greifen? Ja. Und irgendwas rausziehen, was vielleicht was ein normaler, nützlicher Gegenstand ist? Das kannst du gerne tun, wenn du mir sagst, was denn gerade für dich ein normaler, nützlicher Gegenstand ist. Mein Block habe ich dabei. Ich würde, glaube ich, eine Lupe rausziehen. Okay.
Das kostet dich wie viel Token? Das steht jetzt da nicht drin. Okay. Hast du Schatzsucher? Ich habe Schatzsucher, aber ich habe auch am Fahrrad einen Korb, da steht dran, einmal pro Tag, während du das Fahrrad benutzt, kannst du den Korb nutzen. Genau, und du kannst da einen normalen Gegenstand herausziehen. Genau, ja. Ja, okay. Das ist ein normaler Gegenstand. Ja, du kriegst eine Lupe. Ja, ja, du hast eine Lupe. Mhm. Vielleicht ganz sinnvoll. Fahrt mir einfach hinterher, kenn den Weg. Gut. Ja. Okay, cool. Ja, also wie gesagt, ihr kommt da an und da ist halt nebendran auch direkt die Polizeistation und hinter dem Gebäude ist gleich die Feuerwache. Ja, also das ist halt alles irgendwie so in einem größeren Gebäude, das irgendwann in den 60ern, 70ern mal neu gemacht wurde, beziehungsweise neu gebaut wurde. Ist so ein bisschen so ein typisches USA-Betonungetüm. Modern fließende Formen, ja. Genau. Okay, vielleicht, weil das Rathaus ist mit so ein paar antiken Säulen davor, um irgendwie, keine Ahnung. Ja, das stützt quasi so ein zweites Stockwerk, was so ein bisschen drüber geht, ja. So ein Vorderstockwerk, ja, okay. Genau. Mhm. Genau. Ja, ihr könnt da einfach rein. Ihr werdet nicht aufgehalten. Noch rein. Ja, genau. Ja, also, dann gehen wir da mal rein. Ja, ihr werdet nicht aufgehalten. Natürlich nicht. Ja, sehen wir anhand der Beschilderung, wo dann das Archiv ist? Klar. Dreimal dürft ihr raten, wo sich das Archiv befindet. Keller. Im Keller. Genau. Ja, klar, aber das ist ja auch ganz klar, wir können ja da nicht rein, sondern müssen das ja erfragen. Das wäre die nächste Frage gewesen. Ist das Ding öffentlich zugänglich oder nicht? Archiv. Das wisst ihr nicht, ihr wart da noch nie. Ja, können wir erfragen. Also, so können wir uns auch entscheiden. Okay. Genau. Ja, also wollen. Prinzipiell würde ich sagen, ihr geht dann so die Treppen da runter und kommt dann da unten an und dann ist da natürlich eine ältere Dame, die euch anschaut und dann hallo? Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Peterson. Wir suchen das Archiv. Was? Warte ganz kurz. Sie nestelt da so auf dem Tisch rum, in ihrem Nähkörbchen, zieht da was raus, steckt es sich ins Ohr. Ja? Schönen guten Tag, gnädige Frau. Mein Name ist Harper Peterson. Der Sohn von Christopher Peterson. Der Enkel, Entschuldigung. Der Enkel von Christopher Peterson, von der Peterson Farm. Wir sind auf der Suche nach Informationen aus dem Archiv. Ja, aber deswegen musst du doch nicht so schreien, Junge. Newt. Das ist ein Running Sven Gag. Every fucking time. Erst hören sie nichts, dann hören sie zu viel. Ja, sie hat sich doch das Hörgerät reingedrückt. Was suchst du denn im Archiv? Wir machen wie heißt's? Nein, Artikel. Ein Artikel. Artikel, genau, danke. Für die Schülerzeitung. Für den Willowbrook News. Aha. Ja. Und dafür schreiben wir über berühmte Menschen in Willowbrook. Aha. Können wir mal ins Archiv und nachlesen? Naja, so einfach ins Archiv, das hat eine Ordnung. Natürlich. Also, wenn ihr mir sagt, was ihr sucht, kann ich's raussuchen und euch geben. Das ist mein Job. Ja, okay. Soll ich aufschreiben? Warum schreist du mich so an? Aber leiser. Ich muss mich hinter irgendjemandem verstecken, damit ich nicht anfange zu lachen. Ich finde den Chat nicht mehr. Oder Prinzip. Minerva Blackhand. Ich schrei doch gar nicht. Es ist. Ich habe eine imposante Stimme, sagt mein Opa immer. Ach so? Ja. Sagt er das?
Das sagt von mir er. Hat er früher gesagt, ich hätte hübsche Augen. Tja. Augen. Dein Opa war schon ein Charmeur. Ja, das ist er heute noch. Das ist, ja, ach, er ist guter. Ich werde Laura nie verzeihen, dass sie ihn mir ausgespannt hat. Was? Das ist ja eine spannende Geschichte. Kannten Sie denn auch meine Mutter? Ja. Ja? Ja. Und deren Eltern? Nein. Ha! Warum nicht? Man kennt sich doch in der Stadt. Naja, deine Mom ist hergezogen. Ach so. Die, okay. die hatte hier in der Stadt keine Verwandtschaft. Ah ja, okay. Aber als die dein Dad getroffen hat, war es Liebe auf den ersten Blick. Also, als deine Mom hier ankam, ne? Ja. Da wirkte das so, als wäre die irgendwie, du weißt schon, so auf Selbstfindung, was die Jugend so macht. So. Wieso? Wie kommen sie denn darauf? Naja, sie hatte ein Tambourin. Ach so, okay. Aber auch irgendwie Schmuck oder viel mit Tieren oder so? Ja, Schmuck hatte die auch eine Menge. Okay. Ja, es, haben Sie vielleicht, also ich brauche zwei, wir suchen zwei Berichte. Wir wollen zwei Artikel schreiben. Der erste Artikel geht über berühmte Leute und den wollten wir anfangen mit Minerva Blackhand. Ah, oh, wie kommt ihr denn auf den Namen? Naja, unser Lehrer hat gesagt, fangt mal da an. Ach so, also, macht ihr quasi berühmte Kriegshelden unseres Orts? Ja, oder? Berühmt in irgendeiner Hinsicht. Ja, das im ist nick ich einfach nur. Das ist gar kein Problem. Ja. Okay, dann fangen wir damit doch mal an. Und wenn wir da eine Info haben, gut wäre vielleicht auch berühmte Goldschmiede oder sowas. Oder irgendwas zu einer goldenen Rabenfeder. Oh, das weiß ich nicht, aber das können wir ja mal kurz gucken. Ich habe da eine Menge Karteikarten. Ja, super. Ja, dann, wir warten. Sollen wir ihnen helfen? Also sie dreht sich halt um und ihr seht diese riesigen Schränke mit diesen kleinen Fächern, ne? Quasi der Index, ne? Und da sucht sie dann halt tatsächlich raus, alles zu Minerva Blackhand und zu einer goldenen Feder findet sie tatsächlich nichts. Mhm. Okay, was findet sie denn zu Minerva? Tatsächlich sucht sie so zwei, drei Bücher anhand der Karteikarten raus, die sie gefunden hat. Das ist ein bisschen die leichtere Lektüre, aber denkt dran, ne? Ihr dürft nichts mitnehmen. Da hier ist ein Tisch, da könnt ihr lesen. Dappelt sie da mit euch rüber, macht euch da die Lampe an und legt euch so die Bücher dann schon mal hin. Leichtere Lektüre? Ja. Wie meint sie das? Okay. Das ist die heißt, leichtere Sie haben noch Lektüre. Bücher? Also ja. Noch dickere Bücher darüber? Okay. Natürlich. Der ist ganz schön berühmt. Also, wenn man so auf Kriegsgeschichten steht. Fotos? Ja, natürlich gibt's von dem Fotos. Sind die in dem Buch drin oder sind die extra? Natürlich sind die in dem Buch. Warum sollte ich einzelne Fotos aufbewahren? Das macht ja nun überhaupt keinen Sinn. Gibt es auch Zeitungsberichte über ihn? Sicherlich gibt es über den auch noch Zeitungsberichte, aber das endet halt alles sehr abrupt. Warum? Naja, der ist im Krieg gestorben. Aber lest doch selber. Okay. Dann fangen wir erstmal an zu lesen, würde ich sagen. Ja.
Also ihr blättert tatsächlich das erste dicke Buch durch. Das ist ein Geburtsregister und Sterberegister. Also so eine typisch kirchliche Aufzeichnung in Deutschland. In Amerika ist das sehr bürokratisch. Zumindest soweit ich das gehört habe. Und ja, da wird der quasi aufgeführt. Seine Eltern werden aufgeführt. Die hatten tatsächlich mehr Kinder. Und die stammen ursprünglich aus dem Shoshonen-Reservat, tatsächlich innerhalb des Waldes mit dem Namen Dukwea. So. Es kommt in den Chat. So. Einfach. Ja. Und genau, und der hat sich tatsächlich sehr, sehr jung den Alliierten angeschlossen und hat, obwohl er erst 16 war, das war damals halt auch nicht so unüblich, sich halt abgesetzt, hat in der Armee erzählt, er wäre schon älter. Und er ist tatsächlich ein Held. Er ist nämlich postmortem als einziger Sohn der Stadt mit verschiedenen Orden dekoriert worden, weil es wohl ihm zu verdanken ist, dass viele Menschen seiner Einheit gerettet wurden. Genaueres findet ihr dazu halt nicht, ne, sondern halt einfach, er ist halt ein Held. Er ist als Held gestorben. Und in einem der Bücher steht halt auch, dass der Stadtrat darüber debattiert hat, ob man für ihn eine Statue aufstellen lässt. Und ein Abgeordneter mit dem Nachnamen Smith hat sich dagegen ausgesprochen, denn er ist ja eigentlich gar kein wahrer Sohn dieser Gemeinde, sondern entstammt ja eigentlich dem Reservat. Wenn wir die Eltern und die aufgezeichnete Familienhistorie quasi uns angucken, ist das übereinstimmend mit dem, mit der Blutlinie, die in dem Buch steht? Ja, nur stehen hier noch weitere Kinder derselben Eltern. Die fehlen in eurem Buch. Also es gibt quasi in dem Geburtsregister ist halt vermerkt, dass die Eltern noch drei weitere Kinder hatten. Weil die hier quasi in der... Genau, er war der Älteste. Aber hatte er noch Kinder? Nein. Der war zu jung, ja, 16, gestorben. Als er gestorben ist. Genau, 16, 17, irgendwas so in dem Dreh rum. Ben, du bist gemutet. Mikro. Hatte er weibliche Geschwister? Ja. Ein weibliches Geschwister. Und die sind hier tatsächlich eben nur vermerkt, darauf wollte ich euch hinweisen, weil die Eltern zur Entbindung hier halt in die Stadt kamen, in die Stadtklinik. Ja, und quasi nicht im Reservat entbunden haben. Genau. Warum das der Fall war, könnt ihr natürlich nicht sehen. Und sowas wie Krankenakten und medizinische Begründungen, dafür würdet ihr auch nicht finden, weil das ist halt einfach, das sind so geschützte Informationen, das steht nicht im Stadtarchiv. Das ist ja bloß ein öffentliches Archiv, ja. Genau. Ja, das ist ja sonst eher bei der Krankenakte oder so. Und genau, da ist es ja, aber die sind ja unter, genau, die sind unter Verschluss und selbst wenn, ist das halt... 80er Jahre. Immer noch 80er Jahre, digitale Krankenakte ist noch nicht. Ja, ja, alles nee. Wird nicht alles archiviert. Und das ist auch, genau, und es sind auch 20 Jahre her, die sind halt geschreddert irgendwann. Genau. Also nee, es ist 40 Jahre her, das ist geschreddert worden irgendwann. Also, definitiv. Normalerweise werden Sachen immer 90 Jahre nach dem Tod aufbewahrt. Aber doch nicht in so Stadtkliniken. Wo drin steht, hey, du hattest einen Schnupfen. Weiß ich nicht, aber... Ja. Okay, Also wir reden hier nicht über Versicherungen und wir reden hier nicht über die Bürokratie. Das ist richtig. Sieht man die Namen von seinen Geschwistern? Oder ist er nur vermerkt, dass er welche, dass er drei hatte? Die Namen stehen dabei. Das ist Neve. Okay, ich schreibe sie auf. Neve. Hermit.
Ticker und so, so, Goy. Okay, so, okay. Busso Goy. Mhm. Sehr interessanter Name.1940, sagst du? Ja, genau. Verstorben. So wird er hier zumindest geführt. 1940 geboren oder verstorben? Gestorben. Entschuldigung. Dann, gestorben, also ja, 26, genau. 24 geboren. Mhm, genau, Entschuldigung. Ja, war dann mein Gedankenfehler. Also, theoretisch auf der Großelternebene. Ja. Das heißt, dein Großvater könnte den kennen. Ja, das ist. Meine Großmutter eventuell auch. Genau, oh, auch das. Je nachdem, wo er sich bewegt hat. Ja. In welchen Kreisen. Lisa, schreibst du das mit? Also schreibst du das auf, was wir jetzt alles rausfinden oder so? Ja, teilweise. Du hast die schönste Schrift von uns. Ja, 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 ja. Ich mach's auch teilweise in Word, also so rein, was mein Charakter weiß. Nee, ich meinte in-game. Ja, ja, Entschuldigung. Alles gut. Ich schreib das mit. Mir fällt gerade auf, mein Opa war doch im Krieg. So ein bisschen die Frage, welcher Krieg das war, ne? So ein bisschen die Frage, Aber müssen wir das nicht wissen? War der ganz jung noch? Ja, könnte man wissen, muss man nicht. Ich denke mal, wir wissen es, aber das ist jetzt... Ja. Ein Krieg halt. Aber vielleicht wollen wir es auch gar nicht wissen. Okay. Finden wir noch was raus? Wollen wir noch was rausfinden? Mir fällt nichts ein, was ich noch fragen könnte. Also wir müssen dann gucken, ob es eine Verbindung gibt oder so, ne? Ob es eine Connection gibt zu irgendwas. Aber so richtig. Aber warum will Smith keine Statue von ihm aufstellen lassen? Vor allem, wenn man jetzt irgendwie überlegt mit seinem Auftritt beim Mausoleum. Dass er da vielleicht auch irgendwie was mit im Hut hat und vielleicht auch mit zu dieser Geheimgesellschaft gehören könnte. Warte, so. Hab ich irgendwie überhört. Und Smith wollte das nicht? So hattest du gerade verstanden, was wir herausgefunden hatten. Ein Smith wollte nicht, dass eine Statue von Blackhand aufgestellt wird, weil er kein Sohn der Stadt ist, sondern nur aus dem Reservat. Ach so, Reservat war es. Also war er einfach ein Rassist. Ich habe das Wort gab's damals noch nicht so richtig, aber ja. Das gab es damals schon sehr sicher. Sehr sicher. Aber ja. Gerade mit den Kriegen in den Süden. Und der Dings auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ist die Frage, ob wir als 15-Jährige das schon so wissen. Das ist die andere Frage, aber egal. Das finde ich wiederum jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Das ist super komisch. Ja. Weil was treibt Smith beim Mausoleum? Würde ja eigentlich bedeuten, dass er ja irgendwas mit dem Mausoleum zu tun hat. Natürlich könnte er, wie Haber schon gesagt hat, mal, er ist ja hier Teil des Naturschutzvereins. Oder? War der nicht auch Teil des Naturschutzvereins, dieser Smith? Ja, nee, Heimatvereins. Heimatverein. Heimatverein. Aber und er ist einer der zwei großen Ölfamilien. Genau, das genau, wollte ich nur nochmal dazu gesagt haben, ne? Damit das nicht hinten runter wird. Ja, könnte auch ein eigener Antrieb sein mit dem Öl. Also irgendwie... Erst habe ich gedacht, er gehört vielleicht zu diesem Geheimbund. Also ich nenne es jetzt einfach mal Geheimbund. Der sich mit den Tieren
und den Geistern des, der Tiere auseinandersetzt, aber wenn er gegen eine Statue von Blackhand war und halt gesagt hat, dass er kein Sohn der Stadt ist. Naja, vielleicht wollte er ja, dass diese Geschichte in Vergessenheit gerät. Damit dieser Friedhof nicht geschändet wird. Oh. Schwierig. Ich... Voll schwierig. Hm. Wir könnten ihn fragen. Ja, genau. Wir laufen jetzt einfach zu ihm hin und fragen, warum er beim Friedhof war und gesagt hat, dass wir böse sind. Er wird uns bestimmt auch die Wahrheit sagen. Mhm. Nicht. Wir sind doch nur dumme Kinder, das darfst du nicht vergessen. Ich finde es ganz schwierig zu greifen gerade. Also ich fällt mir unglaublich schwer, da irgendwie einen Gedanken in irgendeine Richtung zu kriegen. Weil das so diffus ist, also weil ich überhaupt nicht in eine Richtung irgendwie denken kann, sondern so in so viele, viele verschiedene Richtungen denken muss und das alles so Mini-Häppchen sind. Versteht ihr, was ich meine? Ist die Frage, ob wir im Naturkundemuseum vielleicht, Heimatmuseum, vielleicht noch andere Sachen rausfinden könnten. Stimmt, da Harper ja mit dieser Kette davor und so hatte, ich würde mal ganz kurz die Bilder von diesem Blackhand einfach mir mal anschauen, ob mir da irgendwas, also mit der Lupe anschauen, ob mir da irgendwas auffällt. Während Steven das macht, hole ich noch mein Fotoapparat raus und mache Fotos davon. Bin ich blöd, hätte ich auch vorher dran denken können. Naja, du machst halt jetzt Fotokopien. Genau. Okay, Steven, was genau guckst du dir mit der Lupe an? Erstmal, ob mir irgendwas auf, also ob er jetzt irgendwie anders aussieht. Irgendwelche Merkmale. Gut, Tattoos gab es damals noch nicht so sehr. In der indigenen Bevölkerung natürlich. Klar, richtig viel mit der Hand geschlagen. Ja. Oder halt, ja. Wie gesagt, so ein bisschen der Schmuck, wo Swans Harbor und so und Lisa drüber hatten. Deswegen würde ich auch so da so ein bisschen mein Augenmerk drauf legen. Siehst du bei ihm die Kette mit der Feder dran? Steven. Ich frage dich. Moment. Ja, das ist eine runde Zahl. Ach, ja, man will keine Angst nicht. Da schmeißt er einen Würfel, wenn er den Narrativ kriegt. Was denn? Ein bisschen Zufall Narrativ, muss auch drin sein. Wir haben doch Zufall die ganze Zeit. Wir haben doch auch Narrativebenen. Da schmeißt er doch einen Würfel nicht. Man will keine Angst nicht. Okay, Steven. Was findest du auf dem Bild? Und warte. Bevor du es laut aussprichst, gehen wir in eine kurze Pause. Dann hast du nämlich noch mal 3 Minuten Zeit, dir das noch mal zu überlegen, was genau du auf dem Bild alles siehst. Und vielleicht helfen dir ja deine Mitspieler mit Ideen oder der Chat. Und für YouTube, für euch vergeht natürlich wieder keine Zeit, sondern ihr seht gleich weiter, wie es läuft. Und bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Und was Steven auf dem Bild sieht, das verrät er uns jetzt. Ja, also ich sehe Minerva Blackhand, der, lass mal überlegen, hier so in dem Bereich so eine Feder tätowiert hat. Mhm. Und eine Frau neben ihm, die als seine, ich muss kurz überlegen, dass ich es gerade richtig sage. Das ist die Mutter von... Genau. Ja, einfach die Frau sozusagen neben ihm. Ich kenne jetzt Harpers Mutter nicht. Können die Oma sein. Oder die Oma. Ja.
ich sehe vielleicht so gewisse Ähnlichkeiten. Ich würde vielleicht einfach das drauf ansprechen, dass ich da gewisse Ähnlichkeiten irgendwie sehe. Also dass ich sehe in der Person was, aber ich kann das jetzt so nicht zuordnen. Mhm. Und würde einfach mal das genau deswegen der Dame halt in die Runde sagen. Also ihr habt es ja gehört, was ich ja gerade gesagt habe. Und würde, wenn ihr wollt, euch die Lupe reichen, damit ihr euch das auch mal anschauen könnt. Weil 4 Augen, in dem Fall 8 Augen, sehen Ähnlichkeiten, meinst du? Zwei. Die findest du Ähnlichkeiten? Ich weiß nicht. Irgendwie irgendwas, aber ich kann es nicht richtig betiteln. Ja, Mama sah ja schon immer ein bisschen komisch aus, sagten alle, aber ja, diese Augen, ne? Reiche die Lupe einfach jetzt mal weiter, da jetzt Haber jetzt gerade. Ich bin fertig und gebe sie weiter. Will sonst noch jemand schauen? Hey, gib mal her. Und ich nehme mir die Lupe und guck mir das Bild genau an. Und ich sehe Minerva Blackhand und seine Geschwister und seine Eltern zusammen auf diesem Foto. Und was auffällt, finde ich, ist, es sind halt die dunklen Haare und diese, naja, etwas anderen Gesichtszüge, die halt unseren nicht so gleichen und die mich aber irgendwie schon an Harpers Mom, an Harpers Mom erinnern. Irgendwie, es sieht ein bisschen anders aus. Natürlich sind es genauso irgendwie Menschen hier aus der Gegend, aber es ist schon, dass man irgendwie, ne, da was sieht. Aber natürlich sind die halt auch schon irgendwie aufgeweicht, ne, so. Mhm. Ja. Mhm. Aber habt ihr das Rabentattoo gesehen? Das sieht aus wie die Feder, ne? Ja. Ja? Feder. Das sieht aus wie die Feder. Ich hol noch mal den Gold-Ding hier raus. Mhm. Und halt das daneben und stelle Ähnlichkeiten fest. Ich würde aber auch das Bild von meinen Eltern rausholen. Mhm. Und mit der Lupe von Steven da mal drauf gucken. Ja. Also als du die Feder, also den Anhänger, die Kette nochmal hervorziehst und hier noch mit der Lupe hinguckst, ist bei der jungen Frau, so, die so ungefähr 14 ist, also ungefähr euer Alter, ja, die trägt tatsächlich diese Kette mit genau dieser Feder, die passend zu dem Tattoo ihres Bruders ist. Und du betrachtest mit der Lupe das Foto deiner Eltern, deines Bruders und dir. Ja. Mhm. Sehe ich da möglicherweise Tätowierung? Hatte deine Mom Tätowierungen? Also oft habe ich die jetzt nicht ausgezogen gesehen. Die sich in Grenzen. Mhm. Keine Ahnung. Na, dann weißt du es nicht. Nee, aber vielleicht sehe ich ja irgendwie aus dem T-Shirt was rausgucken oder auf dem Bild ist mein Vater, also das ist ja so eine Sommeraufnahme und vielleicht ist mein Vater da irgendwie. Hatte mein Vater Tätowierungen? Nee, der hatte keine Tätowierungen. War nur von Mama. Ja, nee. Nee, okay. Bei der Mama sehe ich es nicht. Gut. Okay. Aber ist das die gleiche Kette, wie das Mädchen da trägt? Ja, würde ich vermuten, oder?
Sieht so aus, ja. Es ist halt statt einer Goldkette, ist es halt ein Lederband, an dem diese goldene Feder hängt. No? Ja, ist anzunehmen, dass das das Gleiche ist, ne? Mhm. Ich bin vollkommen baff. Harper, das ist klar, dass wir gerade in der Vergangenheit deiner Mutter graben, oder? Ja. Reagier recht unspektakulär, weil ich noch nie nicht so richtig glaube ich. Also, ja, das könnte ja. Das sind ja alles Zufälle, glaube ich, vielleicht noch. Zufälle? Ja, vielleicht. Ich schieb die Augenbrauen hoch. Ja, es könnte schon ähnlich sein. Also das ist schon, kann schon sein, dass das. Ja, ich weiß doch auch nicht. Mama hat nie über ihre Vergangenheit gesprochen. Was soll ich denn sagen? Sie hat wenig gesprochen. Bei genauer Betrachtung haben wir viel mit Tieren gesprochen. Ich horche auf. Wie meinst du das? Ja, es war immer so, dass sie die Tiere, die sie hatte und die Tiere, die wir hatten, immer viel mit sich unterhalten hat. Als wären es irgendwie Freunde. Maggie ist gemutet, Sven? Ich habe Maggie nicht gemutet. Geh mal aus. Jetzt. Gut. Weiß nicht, was das war, aber. Es ist fixed. Sorry, wo war er gerade? Entschuldigung. Alles gut. Wolltest du was sagen, Sam? Ich weiß nicht mehr was, es ist alles okay. Das Alter. Also deine Mutter hat mit euren Tieren gesprochen? Ja, schon. Also, die haben mir nicht geantwortet, ne? Und das. Aber sie hat sich schon einfach. Red ja auch mit den Kühen, wenn ich morgens reinkomme, eigentlich. Ja, aber mehr als hier, Sweetie, ist dein Futter. Nein, klar mehr. Doch nicht nur hier ist dein Futter, guten Nacht und guten Tag, sondern auch geht's dir und was machen deine Freunde und also hast du auf der. Klar redet man mit. Hä? Ja, genau, wie mit Silver zum Beispiel. Ja, genau. Aber. Also, man kann ja an der Mimik erkennen, dass das, was da zurückkommt und wie man, und dann spricht man weiter. Nee, doch. Ja. Doch, so habe ich das gelernt. Sehe ich auch so. Hast du das mit allen Tieren? Also, habe ich jetzt neulich mit Silva auch gut verstanden. Und ich meine, wir haben jetzt so 7, 8 Katzen auf dem Hof. Die sind alle auch vertrauensselig. Und. Mit den Hunden hatte ich auch nie Probleme. Die Schweine sind ein bisschen besonders, aber die sind, ja, ne, sind halt Schweine. Ich kenne das doch nicht anders. Also, Sam, das hat doch jeder. Sam, hast du das auch mit allen Tieren oder hast du das nur mit Silver? Nein, nur mit Silver. Es ist wie ein Familienmitglied für mich. Also, zumindest habe ich es nicht bei anderen festgestellt. Ich glaube aber auch, ich habe nicht so einen Stammbaum wie Habe. Ich glaube, Habe ist ein momentan... Stammbaum. Es kann doch wirklich sein, überleg doch mal. Du weißt nichts von deiner Mutter in dem Sinne, du kennst die Eltern von deiner Mutter nicht. Es kann doch wirklich gut sein, dass das Vorfahren von dir sind. Aber es kann auch gut sein, dass es nicht ist. Ja, aber ich hab doch keinen komischen Waldbewohner als Vorfahren. Aber woher willst du das denn wissen? Genau genommen stammen wir wahrscheinlich alle irgendwie von den Ureinwohnern von irgendwas ab. Steinzeitmenschen, was auch immer. Ja. Aber haben die Tiere dann irgendwie reagiert, als deine Mutter mit ihnen geredet hat? Ja klar, so wie Tiere eben reagieren. Wenn man mit ihnen spricht, dann gucken sie einen an und dann sagt man ihren Namen und dann hören sie auf. Und wenn man sagt, komm, Mama hat zum Beispiel nie ein Pferd oder eine Kuh an der Leine geführt.
Ich hab's noch nie gesehen. Und ich glaube auch, also beim Dad muss man immer ziehen und Dad holt immer die, das Geschirr raus und so, gerade bei den Pferden. Aber ich würde jetzt auch sagen, ich gehe überall hin und rufe die Pferde und rufe die Tiere und komm. Findest du das nicht ein ganz klein wenig Zufall? Ein bisschen zu viele Zufälle aufeinander? Ja, gibt es keine Zufälle. Ja, natürlich gibt es Zufälle, aber das ist natürlich schon bezeichnend, aber ja, ich weiß auch nicht. Können ja noch mal weiter forschen. Okay, was haltet ihr davon, wenn wir zu diesem ganzen Reservat und alles und Minerva und anscheinend gab es ja noch andere Geschwister, einfach mal weiter recherchieren. Wir haben ja sowieso gesagt, offiziell, dass wir von da aus die Blutlinie weiterverfolgen wollen für unseren Zeitungsartikel. Ja, wir könnten noch was zu dem Reservat in Erfahrung bringen, zum Beispiel, ob sie da noch irgendwelche Informationen hat. Zu, Schön, aber habe ich mir noch nicht aufgeschrieben. Ah, doch, da. Aus Duquea. So hieß. Sie steckt sich wieder das Hörgerät ins Ohr. Was? Willst du das machen? Ist mal gut jetzt. Ich hab genug gerade. Mir reicht das gerade. Ich brauche nicht noch mehr komische Nachrichten. Steven, fragst du sie oder soll ich? Ich gehe geschwind vor. Entschuldigen Sie. Machst du die Fotos? Entschuldigen Sie, sehr geehrte Dame, aber haben Sie noch Informationen über das Indianerdorf Duquea? Naja, nicht Dorf, aber das Reservat, das kann ich dir so erzählen. Okay. Was also, können Sie denn darüber erzählen? In den 60ern, das war eine ganz schön schlimme Zeit. Da gab es eine Masernepidemie und da sind ganz schön viele gestorben. Einige der Überlebenden sind dann halt weggezogen in andere Reservate. Und der letzte Häuptling des Stamms hat dann das Land an den Staat verkauft und ist dann ebenfalls weggezogen. Habt ihr das gehört, Mintner? In den 60ern. Ja, vor 20 Jahren. Wann haben sich deine Eltern kennengelernt? Da fragst du mich Sachen, müsste ich die Oma fragen. Ich bin 15, mein Bruder ist ein bisschen älter als ich. Keine Ahnung, lass den Mark 17 sein. So. Dann, ja, vielleicht 61 oder 62. Ich glaube, 62 haben sie geheiratet und vielleicht haben sie sich 60 kennengelernt. Warum? In den 60ern hat sich das Reservat aufgelöst. Deine Mutter kam hierhin, hat deinen Vater kennengelernt. Ach, jetzt ist doch, ein bisschen... Na gut, okay. Ja, könnte sein. Könnte sein. Ich könnte sein. Ja, ich gebe zu, das könnte so sein. Nochmal überlegen, ne? Okay, also. Da schließt sich Power gönnt uns sehr viel Kreis. Ja, also viele, das ist schon sehr eindeutig. Ich muss gestehen, ich kann schwer sagen, es ist, fühlt sich nicht so an. Kannst du nicht deinen Großvater mal fragen, ob er eine Ahnung hat, wo deine Mama herkam? Ich meine, sie haben sie doch aufgenommen wie eine Tochter. Ja, klar. Aber ich kann halt nicht
die ganze Zeit. Also wir müssen ja erstmal hier fertig machen. Alles geht ja nicht. Ich würde vielleicht sagen, gehen wir doch erstmal. Ja? Als du dich umdrehst, steht da so an der Treppe eine Frau jüngeren Alters, also so 25, vielleicht 30, geflochtene, schwarze, lange Haare, einen eher bräunlichen, olivfarbeneren Teint, dunkelbraune Augen, schlank und ein freundliches Lächeln und entschuldigt, ich wollte euch nicht belauschen, aber ihr sucht Dinge über das Shoshonen-Reservat, das Duquea-Reservat. Ja, genau. Ja. Mhm. Ja. Darf ich fragen, weshalb? Also ich frage ganz freundlich. Für unsere Schülerzeitung, weil schließlich wollen wir ja auch ein bisschen von der Geschichte hier nochmal mit einbringen. Und das ist ja auch was zum Lernen, also nicht nur den schnöden Geschichtsunterricht. Und es ist ja mal interessant, wo wir herkommen oder was hier vorher mal war. Also ich hätte gerade Zeit, also eigentlich sollte ich was aus dem Archiv raussuchen, aber hätte gerade Zeit und kann gleich auch Mittagspause machen. Wollt ihr einen Kakao trinken, einen Kaffee trinken und dann kann ich euch vielleicht ein paar Dinge erzählen. Ich guck die anderen an. Mein Internet war gerade weg. Oh nein. Okay. Alles gut hier. Okay. Ja, sorry. Ja, Essen klingt immer super. Und schlimmer wird es nicht mehr. Darf man noch fragen, wer Sie sind? Ich bin Hedo Bären, Beer Spirit. Klingt sehr nach Shoshonendorf. Also das war jetzt gerade nur so Gedanken. Off. Nicht ausgesprochen. So. Hallo Michael und hallo Hydra. Hallöchen, schön, dass ihr da seid. Ja, ich würde essen gehen ist wirklich ein Ding. Es ist schon Nachmittag und eigentlich hätten wir in der Schule schon lange essen sollen. Ich lehne es so ein bisschen schuldbewusst in Richtung meines Rucksacks. Na, das kannst du wegschmeißen jetzt. Das ist so mein Gedanke, so später auf dem Heimweg dann so. Aber irgendwo, wo es Mama nicht rausfindet. Was war denn da drin? Mittagessen von gestern. Ach ja, okay. Ist natürlich, Also es ist noch immer da drin. Es ist noch immer da drin. Wenn in Ferien sind, ist es am Ende der Ferien immer noch da drin. Klassiker. Ja, also okay. In Gedanken nehme ich mir gerade vor, dass dann so auf dem Heimweg irgendwo so plopp. Ja, sie, Hedo geht mit euch tatsächlich so in ein kleines Café, ein bisschen die Straße runter und setzt sich da mit euch zusammen, bestellt sich Kaffee schwarz in der Flatrate. Tja, und lehnt sich dann zurück und mustert euch offen. Mau. Arbeiten Sie hier? Ich arbeite im Büro des Bürgermeisters. OT, haben wir Essen hier stehen? Essen wir was gerade? Es gibt da auch was zu essen. Wenn ihr euch was zu essen geholt habt, habt ihr euch Essen geholt. Gut. Im Büro des Bürgermeisters? Ja, natürlich. Also halt in der Verwaltung. Es klingt nur cooler, wenn ich sage, im Büro des Bürgermeisters. Und grinst ein bisschen. Heißt es nicht, dass der jetzt in der letzten Zeit schon lange nicht gesehen wurde? Ich verstehe den Witz nicht. Naja, ich bin, also ich arbeite halt in der Verwaltung. Also das heißt, du hast den auch nicht gesehen?
Naja, ich sehe den jetzt auch nicht so oft. Ich mache halt Dokumente fertig. Aber ihr wolltet doch was ganz anderes wissen. Ja, es ging nur darum, mir kam es wieder in den Sinn, dass der Bürgermeister schon lange nicht mehr gesehen wurde. Deswegen das. Der nächste Mythos. Wir verfolgen den. Einfach, wir lassen den alten liegen und verfolgen den neuen Plot. Es passiert alles. Nur, neuer Plot. Es war einfach nur, weil sie es gesagt hat. Entschuldigung. 1A. Tiere überrennen die Welt. Spielerplot. Hey, cool, was ist das da drüben? So ist das doch immer. Hier habt ihr einen NPC, der über eure Geschichte hilfreich ist. Was ist das da drüben? Oh, okay. Also. Ja, wir wollen von der Schule aus einen Bericht über... Also in der Schülerzeitung einen Bericht über Minerva Blackhand schreiben. Und ja, dabei sind wir auf das Dorf Duquea bei unseren Recherchen gestoßen. Und das ist das Reservat Duquea. Das Reservat. Entschuldigung, ich sag halt immer Dorf. Mhm. Reservat. Ja, nein, das muss man ja unterscheiden, weil im Reservat gab es mehrere Dörfer. Okay. Ja. Und was wollt ihr denn genau dazu wissen? Also, wo war was denn? Es bedeutet oder. Sie guckt Lisa an, wie bitte? Wo war das denn? Naja, das war schon ein paar Autostunden nördlich von hier. Okay. Und es gab da irgendwie eine Masernausbruch und irgendwie sind die Menschen dann von da, haben sich verteilt? Mhm, sie nickt. Meine Eltern, mein Vater ist in dieser Zeit gestorben und meine Mutter ist dann in ein anderes Reservat übergesiedelt, weiter südlich und ich bin nach meinem Studium bin ich wieder zurückgekommen. Ich wollte näher an der Heimat sein. Sind noch mehr mit Ihnen mitgekommen? Es gibt bestimmt noch ein paar von uns, jetzt nicht unbedingt hier in der Stadt, aber ja. Wie groß war das Reservat denn? Kannte man sich da, kannten sich da alle oder? Oh. Naja, also es gibt halt ein paar größere Familien, ein paar kleinere. Es ist ungefähr wie hier in der Stadt. Also im Großen und Ganzen kennt man sich, sie grinst so ein bisschen. Aber natürlich kennt man nicht alle persönlich. Und ich war ja auch noch relativ klein. Lisa guckt so zu Harper rüber. Ja. Harper guckt zurück. Und Lisa guckt die Mitarbeiterin an von der Stadtverwaltung. Also wir haben da so die Theorie, dass Harpers Mom vielleicht ursprüngliche Wurzeln aus dem Reservat haben könnte. Und wer von euch ist Harper? Sie guckt so zwischen Steven und Harper hin und her. Achso, nee, da. sie guckt Harper an. Harper, naja, zeig ihr doch mal das Bild. Ich hol das Bild raus und leg das auf den Tisch und hol die Kette raus und leg sie daneben. Eigentlich machen wir überhaupt keine Schülerzeit bei uns, sondern forschen an der Biografie meiner Eltern, meiner Mutter umgenannt. Mhm. Ja, der Wunsch zu wissen, woher man kommt, ist sehr, sehr ausgeprägt in unserem Volk. Und das ist auch wichtig zu verstehen, wo man herkommt. Genau, genau. Dann grinst sie so ein bisschen und du merkst, wie ihr Blick so über deine blonden Haare streift. Und naja, sieht wohl so aus, als hätte dein Vater die Kraft eines Elchs. Ja. Bestimmt. Und was heißt das? Also die blonden Haare hat er sicher nicht von seiner Mom.
Das kann sein. Und sie hebt so die Hand so nach vorne, ne, so, ne, und fragt dich dann tatsächlich nochmal ganz aktiv, darf ich? Was? Also, sie hebt so die Hand über das Bild und über den Anhänger, ach so, beziehungsweise die Kette. Achso, die Haare wuscheln, die will das Bild haben. Ja, genau. Klar. Mhm. Ach, die wollen mir nicht die Haare wuscheln. Ja. Ich, völlig, völlig entgeistert. Darf ich deine Haare wuscheln? Nein, ich schiebe ihr das Bild rüber. Okay, sie zieht das so das letzte Stück. Und ja, das ist eindeutig Sakaya. Sakaya wer? Entschuldigung, was bitte? Ich hätte bei der Gesundheit gesagt. Aber hieß deine Mama nicht Laura oder so? Laura ist die Oma. Oh. Aber, ja, meine Mama hieß nicht Sakaya Wea, sondern Sarah. Aber. Naja, vielleicht hat sie sich taufen lassen und hat einen christlichen Namen angenommen. Das passiert mitunter. Oder vielleicht hat sie den Namen auch einfach ändern lassen. Aber, ich erinnere mich. Sakaya Wea. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Wie aufregend. Ja, das ist aufregend. Juhu. Mit wem war sie verwandt? Sie gibt euch Namen von Eltern, an die sie sich halt erinnert. Okay, also kein Blackhand. Ja, wir wissen ja gar nicht, ob das dann der richtige Name von dem ist. Im Reservat. Wahrscheinlich nicht. Können Sie was über diese über dieses Medaillon sagen und die Tätowierung? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also diese Tätowierungen sind ein Sinnbild dessen, was uns treibt, was uns bewegt, mit was wir verbunden sein wollen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Es ist ein Teil unserer Geschichte, ein Teil unseres Namens, ein Teil dessen, woran wir glauben. Und das ist zumeist sehr, sehr persönlich. Okay. Ja, dann weiß ich auch nicht. Wissen Sie, ob dann Minerva Blackhand dann auch einen anderen Namen hatte, als er noch im Reservat war? Nein. Als er das Reservat verlassen hat, hat er sich Sekunde. Philip Johnson genannt. Und ist zumindest der Geschichte meiner Mutter nach der US Army beigetreten. Und ja, ist da wohl dann auch gestorben. Aber warum wird er dann als Minerva Blackhand geführt? Ja, weil das sein Geburtsname war. Ah, okay, gut. Also dann ist das der richtige Name. Okay, gut. Also nun ja, nicht wirklich Geburtsname, aber ja, es kommt dem sehr, sehr nah. Ich glaube, euch das mit den Namen zu erklären, wird eine Weile dauern. Und naja, ich glaube, das hat was auch mit der Seele zu tun. Mhm. Wie ist das eigentlich mit dem Namen weitergeben, wenn ich sag jetzt mal ganz vorsichtig, in ihrem Volk jemand heiratet? Ja, wir vererben keine Nachnamen in der Art, wie das bei euch der Fall ist. Das heißt, die Familie sucht sich einen neuen Namen?
das kann mitunter sein und die Kinder können auch nochmal völlig andere Namen im Laufe ihres Lebens annehmen. Ja, natürlich, natürlich, wenn wir uns der, wie mein Großvater gesagt hätte, weißen Zivilisation unterordnen, sie grinst dabei so ein bisschen, dann nehmen wir natürlich auch Familiennamen an. Und nehmen die ganz normal nach US-amerikanischem Recht und vererben die auch ganz normal. Und nur innerhalb der Reservate ist das ein wenig anders. Und da ist es auch wieder eine Frage des Stammes und des Clans und der Familie. Was heißt, aber wie wissen Sie dann, wer wessen Großmutter oder Geschwister oder Mutter oder Vater oder so ist? Ganz viel ist gerade hier in Idaho in den 1860ern verloren gegangen mit der Besiedlung und der Vertreibung und ganz viele Familien enden sehr abrupt in Vertreibungen oder einfachen Umsiedlungen. Aber normalerweise erzählen wir diese Dinge. Okay. Sam, Lisa, Harper stößt euch so sanft an. Was ist denn mit der Stimme des Waldes? War ja geschehen. Gute Idee. Ja, okay. Ja, dann los. Wer denn? Du. Ich? Ja, mach mal, Lisa. Ja, sie schlürft gerade ein bisschen Kaffee und schaut sich diesen goldenen Anhänger auch genauer an. Darf ich noch was anderes fragen? Natürlich. Also, wir haben... Steven hat vor kurzem, als er sich ein Buch ausgeliehen hat, eine Geschichte gelesen und hat sie uns gezeigt. Und die klingt total spannend. Ich stups Steven so an mit dem, mit dem Fuß. Hol mir das Buch raus. Ich kram gerade nach dem Buch erstmal und. Also, da geht's um einen Schamanen und einem Volk, das die Stimme des Waldes heißt und das. Sie fängt an, so ein bisschen die Hand vor den Mund zu nehmen und so leicht vor sich hin zu kichern. Ja, bitte, erzähl weiter. Naja, und das klang so. Also, es klingt so ein bisschen, als wäre das irgendwie hier in der Gegend gewesen und ich. Vielleicht hat das ja was irgendwie mit ihrem Volk zu tun? Ich habe das Buch in der Zwischenzeit mal so vorgeholt. Duquea bedeutet Stimme des Waldes. Was? Das ist der Name des Stammes, dem ich entstamme. Ja, und was wollt ihr dann noch wissen? Mein Stamm hat viele berühmte Schamanen im Laufe der Zeit hervorgebracht. Meine Mutter wird nie müde, mir davon zu erzählen. Ich, Aber eine besondere Geschichte ist ja irgendwie die Fähigkeit des mit Tieren Redens. Mhm. Können Sie das irgendwie genauer... Ja, was wollt ihr denn dazu genauer wissen? Ja, ist das irgendwie, also mit Tieren reden kann man ja schon irgendwie jeder so ein bisschen, aber so richtig mit Tieren reden? Ja, es gab einst wohl einen Schamanen, entschuldigt, wenn ich die Geschichte nicht mehr ganz so zusammenbekomme, aber ich versuche die meisten Geschichten meiner Mutter in Rotwein zu ertränken. Ich glaube, dessen Name war Haya. Ja. Und und
Ja, ihm wird zugesprochen, eine ganz, ganz besondere Verbindung zum Land gehabt zu haben und eine ganz besondere Verbindung zu den Tieren. Und die Ältesten haben ihm wohl eine Vision erzählt, geschickt, gezeigt. Die Ahnen, ob er davon geträumt hat oder sie ihm erzählt, weiß ich nicht mehr. Aber dass ein fremdes Volk kommt und das Zerstörung bringen wird, ich glaube ja, das ist eine Geschichte, womit das Trauma der Besiedlung irgendwie verarbeitet wird. So, ich hatte im Nebenfach Soziologie. Ja, auf jeden Fall, der Geschichte nach soll es wohl immer jemanden geben, der das Blut in sich trägt und die Fähigkeit hat, mit Tieren ganz aktiv zu reden und deren Geister zu besänftigen. Ja. Das ist voll die coole Geschichte. Wenn du mal nach... eine Sekunde. Jetzt muss ich kurz gucken. Wenn du mal nach Boise kommst, sag mir vorher Bescheid. Ich erzähle meiner Mutter, dass du vorbeikommst und die erzählt dir mehr. Boise? Ja, Boise. Wie weit ist das denn weg? Weit. Okay. Also wenigstens nicht innerhalb von 20 Minuten mit dem Fahrrad erreichbar. Okay. Wenigstens nicht unsere verhasste Nachbarstadt. Nein. Okay. Nein. Boise ist die Hauptstadt von Idaho, wenn ich richtig informiert bin. Okay. Ja. Ja. Okay. Ja, mach ich. Cool, danke. Mhm. Frage. Wenn das erzählt wird, hat deine Mutter dir auch schon erzählt, dass das jetzt auch noch weitergegeben wird, auch wenn das Reservat aufgelöst wurde? Ach, ich glaube solche Kindermärchen eigentlich nicht. Aber? Naja, wenn du sie immer und immer wieder, und sie macht genau diese Geste, in dein Gehirn gehämmert kriegst, dann bleibt natürlich was davon hängen. Natürlich liebe ich meine Mutter. Natürlich verehre ich meine Kultur und die Ahnen und all das, was wir erreicht haben. Dennoch bin ich ein Freund von guten Spültoiletten, einer regelmäßigen Dusche und Fastfood. Natürlich gibt's das auch an den Grenzen der Reservate, aber die Reservate sind halt, und ja, sagen wir es, wie es ist, Problemorte mit Alkohol und Drogen. Und ich würde meine Kinder da nur ungern aufwachsen lassen. Gibt es Aufzeichnungen von den Geschichten? Oh, das weiß ich nicht. Also, die Shoshonen haben eigentlich nicht viel aufgezeichnet. Aber natürlich haben sich die Geschichten überliefert und natürlich kann man allerlei Bücher kaufen mit allerlei Geschichten der Indianer. Und das ist ein Milliardenmarkt, unsere Kultur auszuschlachten. Leider. Na, ich hatte halt gedacht, vielleicht gibt's halt auch noch jemanden, der sich an alte Rituale erinnert. Also wie zum Beispiel, dass es halt ein gutes Omen gibt oder dass man Glück in der Ehe hat oder halt Kinderwunsch oder dass gute Tiere nicht rumlaufen. Irgendwie sowas. Ja, natürlich, in den Reservaten wird natürlich versucht, so etwas aufrechtzuerhalten. Kriegstänze und Rituale der Ahnenverehrung. Und meistens schmücken sich die das aufführen, mit ganz vielen Federn und die mittlerweile aus Plastik sind und machen das für Touristen, die dann einfach ein paar Dollar im Reservat lassen.
Also ihr merkt sie, also das merkt ihr tatsächlich so durchschimmern. Sie ist, was das angeht, sehr desillusioniert. Ja. Ich hätte, glaube ich, nicht mehr irgendwas zu fragen. Und wäre, glaube ich, durch. Ich würde jetzt auch euch anstupsen. Dürfen wir, wenn wir nochmal eine Frage haben, sie besuchen? Natürlich. Sie zieht so ihre kleine Handtasche vor, zieht dann so eine Visitenkarte und schiebt die dann rüber. Dankeschön. Danke. Ja, gerne. Sie guckt nochmal zu Harper. Vielleicht interessiert es dich ja, aber Sakajawea bedeutet Vogelfrau. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke. Danke. Ja, sie trinkt ihren Kaffee aus und würde dann tatsächlich auch relativ zügig verschwinden, ihre Mittagspause. Darf ich noch eine Frage stellen? Sie bleibt an der Tür stehen, ja. Was heißt Minerva? Minerva heißt der Starke mit dem Geist. Danke. Sie nickt und verschwindet zur Tür. Bimmelim, als die Tür wieder zufällt. Bimmelim. Bimmelim. Und wie es von hier aus weitergeht, liebe Freunde des Nerdzeitalters, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin verbleibe ich euer Sven. Ciao, ciao. 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 Tschüss. Und falls wir was vergessen haben, schreibt es in die Kommentare. Interessiert euch was? Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.